Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Dark Souls 2 von ihrem 93 Jovo. Im letzten Teil haben wir den Judikator auf unsere Seite bekommen. Jawohl. Moment, ich wollte ja hier oben bleiben. Wir befinden uns noch im Grab des Judikators, denn dort unten habe ich ein paar Drogen gesehen, die möchte ich mir natürlich holen. Ja genau, hier kann man die rufen. Wie mache ich das? Ach, warum hat sich das denn jetzt schon wieder so umgestellt? Was soll denn der Kack? Da bin ich jetzt aber kein so großer Fan von. Ja, ja, genau so. Es soll Pritzel, Pritzel, das muss es machen. Habe ich es jetzt umgestellt? Nee. Achso. Achso, ich hatte es nur ausgewählt, okay. Na ja, gut. Gut, alles klar. Dann kommt mal her, ihr beiden. Ich werde dienen. Habe ich gerade einen Knick oder Optik oder sehen die beide exakt gleich aus? Moment, der hat eine Keule, der hat eine Axt, der... Moment mal, nee, wartet. Kann ich irgendwie zoomen? Okay, schauen wir uns den Typ mal an. Echt, die sehen doch gleich aus, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Moment mal. Also. Aus der Asche wurde ich wiedergeboren. Nee, doch. Nee, der eine ist ein Klatzbold, der andere hat der ein bisschen schütteres Haar. Also ich dachte schon mit meinen. Da schon wieder dieses Zeichen. Des Seelenlenkers, keine Ahnung, wie der Name ist. Ich habe da ein paar von seinen Notizen aufgesammelt. Keine Ahnung, für was die sind. Falls ihr das wisst, dann sagt mir bitte. Und ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie denken, oh, der Jovo nimmt ja sowieso wieder alles vorweg auf. Der kann vergessen, dass wir hier antworten. Okay, einmal dahin stellen, bitte. Wie du wünschst. Ja, es sind zwei unterschiedlich, alles klar. Sind da vielleicht zwei drauf? Nicht nur einer, okay. Ah, da drüben wahrscheinlich, ja. Wie du wünschst. Und ja, das könnt ihr mir dann gerne schreiben und dann möchte ich gerne sehen, was das denn zu bedeuten hat. Okay. Erstmal hier, Thron lass ich ja nicht ruhen. Unmöglich. Ach nein, ich schon wieder eine schöne Sense, die ich nicht nehmen kann. Ich muss echt Sensen verkaufen. Ich habe ja alles voll. Ich brauche Money, brauche ich zurück. Dann lege ich die zur Seite. Weglegen. Mal sehen, was die drauf hat. Brutale Sense des Schocks. Okay. Die ist schon mal besser. Also wenn ich mehr Sensen aufhebe, dann sind es die, die Spezialeffekte haben. Also wie Feuer, Eis oder Blitz. Und? Ja, Money und Zorntrank. Die ist schon besser. Okay, ihr beiden könnt wieder auf... Na gut, war jetzt vielleicht doch kein so guter Schachzug. Denn ich muss ja erstmal rauskommen. Ja soll, jetzt bist du auch aufgewacht. Ich kann nicht. Ja, ich kann ja nicht raus, ja. Moment, jetzt wo ich fertig bin, kann ich doch eigentlich die Schnellreise machen, dann erspare ich mir Zeit. Stimmt. Das wollte ich mir mal kaufen. Wisst ihr, unaufhaltsam ist eine schöne Fähigkeit, aber ich bin eher so derjenige, der nicht auf Power-Ups setzt, sondern eher auf brutale Angriffskraft. Deshalb hier... Exhumieren, dabei ruft Tod, Ghule. Die helfen mir auch noch. Mal sehen. Erhöht die Gesundheit der gerufenen Ghule. Schaden für Tuner Zornkraft. Todsfeinde werden dazu getrieben, die gerufenen Ghule anzugreifen. Okay, feurig gesehen. Mhm. Magische Attribute, okay. Okay, ja, das wäre Aegis, das würde meine magischen Fähigkeiten erhöhen, das brauche ich nicht, also... Und ich meine... Ja, gut, ich weiß ja, ich mache ja schon, ich... okay, wie mache ich das jetzt? Okay, zup, wo gehe ich denn hin? Ausguck der Wache, wo gehe ich denn hin? Zum Thron möchte ich gerne. Allgemeine Gegenstände, Schlangenspitze, nope, danke. Ich glaube, da muss ich hin, oder? Schlangen von ja. Ewiger Thron, genau. Okay, wie mache ich jetzt nochmal Schnellreise? So. Aber es ist ein Verlies, zu dem sie ganz einfach zurückkehren können. Okay, mache ich das einfach mal. Gut.
Und ich denke mir halt bei den Fähigkeiten, ich hätte zwei Nahkampftechniken und zwei Magieangriffe. Und die zwei Magieangriffe wären dabei auch noch praktisch, weil ich dann ja natürlich dann auch aus der Ferne angreifen könnte. Und ich hätte auch mehr Unterstützung. Gut. Dieser Part, der wird jetzt weniger Story, jetzt also weniger Story-Fortschritt beinhalten, sondern lieber eher so, ja, Fortschritt hier mit Geld und Scheffeleien und so weiter. Gut. Sieh dich nach Belieben um. Gut, ich möchte verkaufen. Sense des Frosts. Brutale Sense. Achso, das ist. Ich möchte verkaufen, okay. Chaosfang möchte ich behalten. Üble Sense, die verkaufe ich mal. Die wilde Sense auch. Gut, die normale Sense. Nochmal eine normale Sense. Die wilden Sensen, die sind. Ja, das wird. Besessene Doppelsensen, okay, die nehme ich. Hm. Ihr könnt jetzt natürlich vorspulen, ich werde nicht so viel brabbeln können. Ein fairer Preis. Ein fairer Preis, natürlich. Ich kann ja handeln, da schaust du noch, da kannst du noch was von lernen. Gut. Waffen. Was benutze ich denn nicht so? Üble Axt. Alles, was übel im Namen hatte, kann ja eigentlich nicht schlecht sein. Wilde Klauen, das ist so eine normale Klaue. Das werde ich gut gebrauchen können. Gewalt von Krakinos, die finde ich gut, das war eine Spezialwaffe. Die Keule, weg damit. Besessener Faustschild. Die besessenen Waffen brauche ich eigentlich nicht wirklich. Weg damit. Spektrale Armkling, der Name ist gut, der gefällt mir. Ein fairer Preis. Hm. Brutale Handschuhe, brutale Armkling, Klauen, weg damit. Faustschild des Eises, nee. Ah, der ist neu. Okay, brutaler Faustschild. Irgendwie möchte ich mich nicht davon so. Möchte ich mich eigentlich nicht trennen. Weg damit. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Gut, hier kann ich ja viel verkaufen, was ich nicht mehr brauche. Okay. Die Schultertücher behalte ich mal. Hm. Kritische Magie plus 15. 18 meine ich. Weg damit. Die Mörderschulterstücke können auch weg. Da bin ich kein großer Fan von. Ein fairer Preis. Gut, alles klar. Das ist schon mal weg. Schlägerhanisch. Mann, oh Mann. Da weiß man gar nicht, was man verkaufen will. Harnisch, das ist normal. Weg damit. Pferdensucher, das finde ich ja schön. Die behalte ich mal. Nomaden. Weg damit. Gefundenes Geld 14, das behalte ich mal. Zornkosten minus 4. Gefundenes Geld, das ist auch gut. Dann tue ich mal das weg. Gelehrtenhandschuhe, Schlägerschone, das hier weg. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Da gibt es auch so, es gibt so manche, die gefallen mir vom Design einfach nicht. Und deshalb, die kann ich eigentlich behalten, da ist ja noch nichts voll. Okay, ein bisschen Getränke kann ich aber kaufen. Habe ich mich verdrückt. Kaufen. Brutale Axt, huhu, das sieht ja geil aus. Zauberer Schulterschutz der Dornen. Wäre das violett, würde ich mir das kaufen. Was ist das hier? Kritischer Schaden. Erfahrung minus. Das ist eher für Magie, für welche die Magie einsetzen. Ich denke, braun steht mir nicht besonders. Hm. Wobei, ach nee, stimmt ja. Ich habe ja die. Ich habe hier die Krähenrüstung. Da möchte ich mir ja trotzdem ja dann die Rüstung beibehalten, wie sie ist. Talismane könnte ich verkaufen. Erstmal ein paar Heiltränke, so. Zwei. Ich weiß, du willst. So. Eins, zwei, drei. Weg damit. Und hier, ach stimmt, ich kann mir meine Sachen ja auch wieder zurückkaufen. Das finde ich gut. Ich glaube, dann habe ich alles, was ich wollte. Ach je, hat der gutes Zeug. Gut. Jetzt gehe ich erstmal, jetzt sofort. Ja, dankeschön. Gehe ich zu diesem Briefkasten, denn ich habe mir, wie ich ja in einem der älteren Parts gesagt habe, mir eine passend zum Krähen-Outfit, zur Krähenrüstung, habe ich mir einen Krähenhammer gekauft. Mal sehen, ob ich den auch hier finde. Sonst fühle ich mich hier übers Ohr gezogen, wenn ich den hier jetzt nicht finde. Und Fletch Squirrelhammer soll er heißen. Hä? Jawohl, da haben wir den. Geschenk von Feuerbrumm Schauern, Geschenk von Anonym. Achso. Das habe ich schon. Jawohl. Richtig. Fletchers Krähenhammer, der Hammer eines Champions aus alten Zeiten. Seine Macht klingt als Echo durch seinen finsteren Stahl.
Er wurde während des Aufstiegs seiner dunklen Künste gefertigt und Geschichte zufolge soll dieser Champion die Gestalt einer Krähe angenommen und dann nie wieder gesehen worden sein. Asche? Ja? Hast du vielleicht was mit diesem Fletcher zu tun? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, ich habe viele Krähen getroffen und ja, so eine Krähe wäre mir sicher aufgefallen. Was probierst du denn da? Hey, ich habe keine Lippen, ich kann nicht pfeifen. Lass das, okay? Okay, ich bin ja leise. Könnte das vielleicht unsere Krähe sein? Wer weiß. Bin mir nicht sicher. Gut, da habe ich jetzt wieder wunderschön Platz. Mal sehen, lege ich das erstmal weg, dass ich den Vergleich sehe. Na komm schon. Ach, den habe ich. Ablegen, gut. Was hat denn der? Schaden langsam. 217. Ist eigentlich nicht so gut, aber es passt halt. Es passt halt zur Thematik von der Rüstung. Yep. Alle, yep. Bam. Gut, Trabens war der Name, oder? Ein paar neue Techniken für mich? Der fahle Reiter in Fleisch und Blut. Natürlich. Hast du ein paar neue Techniken für mich, die ich nutzen könnte? Ich brauche kein Training, ich brauche neue Techniken. Okay, da haben wir was. Schotterzauber. Das sind aber für die... das ist für die Faustschild-Techniken. Nein, das brauche ich nicht. Okay, jetzt machen wir mal einen Abstecher in die Schmiedelande, denn ich möchte Wulgrim besuchen. Bei dem kann ich nämlich meine Fähigkeitenpunkte zurücksetzen, wodurch ich dann hier nochmal verteilen könnte. Was will ich denn jetzt genau? Und ich möchte nochmal zu Sahne, denn ich möchte die restlichen Techniken, die ich bei ihm erlernen kann, kaufen. Gut. Schnellreise, jawohl. Dieser Part wird sozusagen jetzt genutzt, um mich aufzufrischen, bis ich dann mich zu dem dritten Fürsten der Toten dann begebe. Er hat nämlich gesagt, ich soll in der Goldenen Arena nach irgendeiner Art Prüfung oder so fragen. Und wenn ich die bestehe, dann sprech mich noch einmal. Ja, und das möchte ich natürlich, aber dafür möchte ich mich auch richtig vorbereiten. Ach, die Schmiedelande, hoffentlich sind sie noch so schön, wie ich sie in Erinnerung habe. Außerdem könnte ich da ja schauen, ob sie da auch neue Gegenstände, neue Waffen und so für mich bereit haben. Okay, es führt mich hier hin. Müsste ich eigentlich auch hin. Naja, du weißt schon, was du tust. Jep, das weiß ich, Yashi. Keine Sorge, ich habe einen Riecher für sowas. Okay, wo muss ich hin? Oh mein Gott, das geht ja gut los. Nee, Dreistein, hier bin ich richtig, ja. Ich weiß noch, als ich anfangs damit gehapert habe, die Schnellreise zu finden. Aber alles rumlaufen hier, ich meine, wir sind zwar ein Reiter, wir sollten nicht auf unsere Füße hoffen. Gut, Sahne. Ich hab einen Tipp für euch, wenn ihr diesen Anhänger habt, mit dem ihr durch Schläge Reaper-Energie zurückbekommt, dann stellt euch einfach hier davor, schlagt ein bisschen drauf und ihr kriegt nach einer Zeit dann die Kraft zurück. Ach, bei dem hatten wir noch eins Zauber. Dann kaufen wir den LT und unten halten. Plus Y halt zum Zuschlagen loslassen. Keine Moves verfügbar. Okay, hier bin ich jetzt also fertig. Eine Kombo, das hat sich ja gelohnt. Okay, wo ist jetzt Wulgrim? Moment, ich wollte ja erstmal hier bei den Erschaffern schauen. Ob die was Neues für mich haben. In meinem derzeitigen Ausstattung bin ich ja zufrieden mit der Krähenrüstung und so weiter, aber vielleicht ja ein neues Schwertensucher Schultertuch oder sowas. Schulterschutz. Ich mag es einfach, wie es im Wind flattert. Na, Kane, wie auch immer dein Name ist. Wie geht's so, alter Kumpel? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Bübchen. Was immer gut seinen Spinat gegessen hat. So ein Bübchen Bieste. Guten Tag. Eine Flasche Pommes, bitte. Schau dich um. Wir haben neue Ware. Neue Ware? Chaosfang? Nö. Kaufen möchte ich. Moment, das habe ich doch, oder?
Bin ich jetzt verkaufen oder bin ich kaufen? Okay, das ist kaufen. Das habe ich doch schon, oder? Das versteht. Mal sehen. Quoten ist Geld, Erfahrung 0, dann ist das ja schlechter als das, was ich im Moment habe, oder? Hier möchte ich ja nichts ändern. Gut, dann habe ich ja eigentlich alles erledigt. Das heißt, nur noch zu Vulcrim, dem alten Nasenlosen. Na, hoffentlich finde ich den auch auf der Karte, weil wo war der Typ nochmal? Der ist so schwer zu finden. Ich glaube, wenn ich in Richtung des Steinvatertals gehe. Ich glaube, in der Richtung war eine Vulcrim-Position. Gut, das, wie ich die dann verteile, das, ich möchte euch nur noch wieder Vulcrim zeigen. Nicht, dass ihr den alten Dämonenhändler vermisst. Dass ihr ihn nicht vergesst. Denn er soll erinnert werden. Ich finde, neben als Vulcrim ist einer der Nebencharaktere, der meines Erachtens nach wirklich gut gemacht ist. Der hat einen Charakter, der hat eine Einstellung, eine Persönlichkeit, die ist liebenswert. Etwas makaber, es ist also nicht für jeden Geschmack etwas, wie er gestaltet ist, wie er spricht und so weiter. Aber in mir hat er einen Freund gefunden. Du hast einen Freund in mir. Er hat einen Freund in mir. Weiter weiß ich den Text nicht. Ich habe alle Toy Story Filme gesehen, aber den Rest von dem Lied weiß ich echt nicht. Moment, der war doch hier irgendwo, wenn ich mich nicht täusche, oder? Moment, schau mir mal auf die Karte, nicht, dass ich den jetzt verpasse. Ja, kann ich jetzt irgendwie wieder reinzoomen? Die Klageklippe war nicht hier. Allgemeine Gegenstände, kann ich... Ach, da kann ich auch eine Schnellreise machen, okay. Die ist ja gut. Da kann ich immer zu Vulcrim. Okay, wo bist du, Vulcrim? Okay, ich muss zurück und dann... Fühot! Ja! Da! Dann muss es nur natürlich in meiner coolen Pose hier mich stoppen. Okay, die Klageklippe. Ich werde mich mal beklagen bei dir. Vulcrim, was hast du mir nur angetan? Hallo! Na, wie geht's denn so? Ich habe neue Waren. Neuvergabe. Wenn du die Münze hast. Ja. Er erbt das Artefakt, dann kaufe das von unbekannter Herkunft. Ich möchte die Neuvergabe machen. Sorg dafür, dass ich schreibe. Vulcrim ist. Okay, Vulcrim ist ein Meister der Magie und kann die entwickelten Fähigkeiten beliebige Kreaturen zurücksetzen. Entscheide dich hierfür, wenn du deine Fähigkeiten löschen und deine Wurm neu vergeben möchtest. Okay, das ist genau dies, was ich wollte. Gut, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat dieser Part gefallen. Im nächsten Teil werden wir uns dann bereit. Und mit allen Erstmal tief Luft holen, Tod. Und dann sagst du, was du sagen möchtest. Danke. Dann sind wir mit allen Wassern gewaschen. Mit allen neuen Fähigkeiten ausgestattet. Und ja, ich bin den falschen Weg gereitet. Habe ich deine Truhe gesehen? Nein, das war keine Truhe. Und ja, ich hoffe, Ihnen hat der Part gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns bei der Fortsetzung von Let's Play Darksiders 2. Ich bin der 93 Chovo. I love the Netenio. Bis dahin, in der goldenen Arena. Tschüss. And goodbye. Tschüssikowski. Ja, was ist denn jetzt los? Weiß ich auch nicht. Du willst vor Baden gehen. Ja. Meine Wäsche muss auch mal wieder gewaschen werden. Okay. Tschüssikowski.